Diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Ulrich Lange für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Breitbandausbau ist ein absoluter Kernbereich, ein absolutes Kernthema der Infrastruktur. Und nicht umsonst heißt das Ministerium ja inzwischen Ministerium, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und auch dieser Bereich digitale Infrastruktur, liebe Kollegin Rösner, kann eine hervorragende Leistungsbilanz in den letzten Wochen und Monaten vorlegen. Lieber Bundesminister, dafür ein herzliches Dankeschön, wenn wir wissen, wie wir angefangen haben und wo wir heute stehen. Ja, da brauchen Sie nicht den Daumen nach unten, den Daumen nach unten nehmen. Ich werde Ihnen jetzt auch noch zwei Ihrer Fragen beantworten, damit es dann richtig peinlich für Sie wird. Wir haben als erstes Land in Europa die Rundfunkfrequenzen versteigert und dies, das stimmt, danke sehr, das stimmt, versteigert und dieses Geld auch konsequent in den Ausbau der digitalen Infrastruktur gesteckt, gemeinsam mit den Ländern, Bund und Länder gemeinsam. Und auf, bestimmt auch, und auf Ihre Frage, wie viel der Bund gibt, über das Zukunftsinvestitionsprogramm noch mal über 1 Milliarde aus den 10 Zusatzmilliarden. Stimmt das? Das stimmt auch. Liebe Frau Kollegin Rösner, also insgesamt 2,7 Milliarden von Bundesseite für den Breitbandausbau. Ich glaube, da geht es jetzt in erster Linie darum, dass dieses Geld auch tatsächlich eingesetzt, abgerufen, verbaut wird und wir wirklich das schnelle Internet bekommen. Und die Anzahl der Förderbescheide, die in den letzten Wochen herausgegeben werden konnte von unserem Ministerium, zeigt auch, es ist was in Bewegung gekommen in dieser Republik. Dadurch, dass wir das angepackt haben. Es ist deutlich mehr in Bewegung gekommen dadurch, als in den letzten Monaten und Jahren von den Ländern mit Ausnahme Bayerns, 1,5 Milliarden, auch das stimmt, in Bewegung gekommen war. Also insofern, glaube ich, ist Ihre Kritik nicht nur unberechtigt, sie ist geradezu falsch. Packen Sie selber in den Ländern, und es sind ja nicht wenige, in denen Sie mitregieren, an und nehmen Sie sich an Bayern ein Beispiel. Nein, Sie waren schon dran. Sie waren dran, nein. Und jetzt das Digi-Netzgesetz. Ein nächster echter Hebel, den wir auf den Weg bringen. Ein Hebel, wie auch vorhin schon mal angesprochen wurde, der auf einer Idee der letzten Bundes... Ich habe gesagt, nein, es ändert sich auch nicht. Aber Sie können sich noch ein paar Mal melden. Es ist, wie der Kollege Jarzombek schon gesagt hat, dass hier eine Idee der letzten Bundesregierung weiter aufgenommen wird, durch die Europäische Kommission weiterentwickelt wird. Ja, Frau Kollegin, wir können das dann nachher von den Plätzen aus klären. Können Sie schon mal hinten anmelden, dass wir hier eine Idee aufgegriffen und weiterentwickelt haben. Konsequente Öffnung alternativer Netzinfrastruktur, mehr Transparenz, schnelle Entscheidungen durch die Bundesnetzagentur, auch das ist wichtig. Und eines ist klar, wird eine Straße aufgegraben, sollte und muss Glasfaser rein. All das, wichtige Entscheidungen, wichtige Dinge, die wir mit diesem Gesetz auf den Weg bringen. Wir setzen damit auch, liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalition, das um, was wir in unserem Antrag im Sommer 2014 schon mit auf den Weg und definiert haben,
Wir haben also hier konsequentes gemeinsames Handeln. Im parlamentarischen Verfahren werden wir sicher an der einen oder anderen Stelle noch mal genauer hinschauen müssen. Die Glasfaserleitungen zu den Häusern. Wie gehen wir konkret in den Häusern damit um? Wir werden Ausschussanhörungen, Expertenanhörungen in einem guten parlamentarischen Verfahren und einem guten parlamentarischen Rahmen haben. Und ich bin mir sicher, am Ende mit einem sehr guten Gesetz dafür, dass wir in allen Regionen Deutschlands mit schnellem Internet versorgt sind. Dankeschön.